In diesem Video möchte ich einige ganz wichtige Botschaften mit dir teilen. Zum einen, weil wir sie beim Drachenseminar empfangen haben und ich sie gechannelt habe und ich überzeugt davon bin, je mehr Menschen davon wissen, umso mehr können sie ins Kollektivbewusstsein einarbeiten und einwirken und umso mehr und umso effizienter kann der Frieden hier auf der Erde geebnet werden. Wir haben dieses Wochenende uns ganz viel mit der Urkraft beschäftigt. Und ich möchte dich in diesem Video einfach ein bisschen erinnern und dir einige Denkanstöße mitgeben, die vielleicht in dein Leben passen, die du vielleicht für dich auf eine bestimmte Art und Weise mitnehmen kannst, wo du für dich vielleicht einfach sagen kannst, ach, das ist auch eine Erkenntnis, die lasse ich jetzt in mir reifen. Zum einen ging es um die Vereinigung der männlichen und der weiblichen Energie. Und ich habe für mich erfahren dürfen, dass das Männliche gleich verletzt ist wie das Weibliche. Wir glauben, dass wir das Weibliche heilen müssen, weil das Weibliche so sehr manipuliert wurde, so sehr unterdrückt wurde, so sehr verletzt wurde. Das ist auch stimmig und richtig. Doch ich habe erfahren, dass das Männliche gleich verletzt, gleich manipuliert, gleich verachtet und auch vergessen wurde. Und dass es nichts bringt, wenn wir jetzt nur einen Weg der geheilten Weiblichkeit gehen und die nicht geheilte Männlichkeit zurücklassen. Es geht darum, dass wir beginnen, eine Männlichkeit und eine Weiblichkeit auf einer Ebene zu leben und zu zelebrieren, die eine Einheit und eine Verschmelzung in unserem Herzen hinterlässt. Und so haben wir dieses Wochenende mit unserer inneren Frau, mit unserem inneren Mann gewirkt. Und diese innere Frau, die die Weberin, wie die Gebärerin, die die Frau ist oder die Qualität ist, die alles aufnimmt, die Qualität, die es ausbrütet, die Qualität, die Leben schenkt, die Qualität der Intuition, der Wahrnehmung, des Erlebens, der Gefühle. Und mit dem Mann in uns, der das ausführt, was die Frau gebiert, was die Frau gebären will, was die Frau an Stärke produziert. Und wir brauchen den Mann in uns. Es ist nicht möglich, nur die Frau in uns zu leben oder nur den Mann in uns zu leben. Denn die Frau ist die, die in sich erwachen lässt und der Mann ist das oder der, der alles ausführt. Der Mann ist die äußere Welt, die Frau ist die innere Welt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in Zeiten wie diesen und auch morgen beim Neumond beginnen, dieses Weiblich und dieses Männlich in uns zu vereinen. Und so lade ich dich ein, dir zwei Kerzen zu kaufen, eine für deine innere Frau und eine für deinen inneren Mann. Stelle sie nebeneinander, lege eine liegende Acht mit einem silbernen Band und bitte um die Harmonisierung dieser beiden Kräfte in dir, sodass die Verletzungen über das Licht, das du entzündest, heilen können. Die Verletzung der Weiblichkeit, doch auch die Verletzung der Männlichkeit. Die Verachtung, die Verleugnung, das Hintergehen, der Betrug, die Manipulation und so weiter. Und lasse dieses für 21 Tage liegen und entzünde jeden Tag diese beiden Kerzen mit der Ausrichtung, dass all das harmonisiert und geheilt und transformiert wird über das Licht und die liegende Acht. Damit du in dir eine Hochzeit stattfinden lässt. Eine Hochzeit, wo Mann und Frau sich die Hände reichen und wo sie sich nicht länger bekämpfen. Und das ist der Weg in ein Zeitalter des Friedens. Und so können Verhältnisse heilen zwischen Vater-Tochter, zwischen Mutter-Sohn. Da werde ich nächstes Jahr Seminare anbieten, weil das ganz wichtig ist, dass das in die Heilung kommt. Wo es darum geht, dass ein Erwachen stattfindet, wenn Mann und Frau sich wieder in die Augen schauen können. Wenn wir ein Gleichgewicht herstellen und dieses Gleichgewicht in uns zelebrieren. Dann, was ich auch ganz, ganz interessant fand, ist, dass die geistige Welt uns gesagt hat, dass je mehr ein Mensch die Kraft lebt, die Urkraft lebt, umso mehr findet er seine eigene Körperform. Je weniger ein Mensch diese Urkraft lebt, umso mehr nimmt er an Körpermasse zu, vor allem am Bauch.
Und das war ein ganz schönes Bild, weil eine Drachenmutter uns gesagt hat, dass ein Drachen in unserem Sakralzentrum lebt und der wölbt sich immer mehr nach außen, je weniger wir unsere Kraft leben. Und das war ein so einprägendes Bild für mich, dass ich verstehen konnte und dass wir beobachten dürfen, wann immer wir unsere Kraft leben, kommen wir in eine Streckung unseres Körpers. Das ist nicht unbedingt etwas, was wir nur äußerlich sehen, das ist etwas, was wir innerlich wahrnehmen. Unsere Wirbelsäule wird länger, unsere Wirbelsäule richtet sich auf und die Anbindung von Himmel und Erde nimmt zu. Je weniger wir unsere Kraft leben, je mehr wir sie verleugnen, umso mehr wölbt sich der Bauch nach außen, weil er einen Ausdruck sucht über die körperliche Masse. Und wenn du vielleicht bemerkst, ja, das könnte etwas sein, womit ich anfangen kann, ist die einfachste Lösung, in dein Wohlbefinden zu gehen, in deine Schönheit zu kommen, dass du deine Kraft lebst. Und die geistige Welt hat gesagt, die Urkraft ist nichts Bedrohliches. Es ist nichts, wovor wir uns fürchten müssen, wenn wir unsere Kraft leben. Es geht darum, dass wir unserer Urkraft wieder vertrauen dürfen und sie nicht für zerstörerische Zwecke ausnutzen, sondern für die Schöpferkraft nutzen oder benutzen. Dass wir Schöpferinnen und Schöpfer werden und unsere Kräfte voll und ganz leben und erweitern, damit unser Körper wieder zum Ursprung zurückkehren darf in die Form, die er für sich gewählt hat. Und wenn wir Menschen unsere Kräfte unterdrücken, dann artet dieses auch über den Körper aus. Das fand ich auch sehr, sehr interessant und sehr lehrreich für mich zumindest. Dann ging es auch darum, dass wir lernen dürfen, unsere Räume innerlich zu halten. Dass wir manchmal tendieren, dass wir immer alles schnell im Außen auch umgesetzt bekommen wollen, doch uns die Zeit nicht geben, diese inneren Räume der Weiblichkeit zu wahren und kennenzulernen. Denn es ist so, dass mein innerer Raum der Raum ist, wo ich mich sicher fühlen darf und wo ich all meine Gefühle leben kann, die mich im Moment fordern. Ob es der Ärger ist, die Wut ist, die Traurigkeit ist, die Angst ist und so weiter. Und deshalb lade ich dich ein, dass du dir immer wieder Zeit nimmst, am besten einmal am Tag, deine Augen schließt und in deinen inneren Raum gehst, egal wo der in deinem Energiezentren liegt, und still wirst. Und dann diese Vorstellung eines geschlossenen Raumes, der dir Sicherheit gibt, weil die Energie nicht nach außen gehen kann und deinen Lebensstrom bewahrt und keinen Stau verursacht, du nutzt für die Gefühle, die da sind. Denn dort bist du sicher. Und wir können nur ein stabiles, erfolgreiches, glückliches Leben führen, wenn wir uns in dieser inneren Sicherheit aufhalten. Und diese innere Sicherheit liegt im Weiblichen, liegt in der Stille, liegt im Fühlen dieser Obhut, dieser Blase meines Raumes. Und wenn du dir dann erlaubst, diesen Raum zu betreten, in diesem Raum einzutauchen, dort Ärger zu spüren, dort Dialoge zu führen mit dir, Dinge einfach da sein zu lassen, ohne sie im Außen austragen zu müssen, dann wirst du die eigene Heilerin, der eigene Heiler. Und das ist so wichtig. Und das ist das, was unseren Lebensfluss bewahrt. Wenn wir alles und ständig im Außen austragen und diskutieren und rechtfertigen müssen, staut es unsere Lebensenergie. Weil im äußeren Raum fühlen wir uns nicht sicher. Da haben wir nicht die Sicherheit, die wir in uns haben. Und die geistige Welt lädt uns ein, nach innen zu gehen, um diese innere Sicherheit der inneren Räume wiederzufinden. Das ist die einfachste Möglichkeit, in dir zu reifen, mit dir zu wachsen, mit dir in die Aussöhnung zu gehen und in das Vertrauen der äußeren Welt zu sein und in die Verbindung mit diesem Vertrauen zu gehen, dann schwinden Ängste, dann schwindet Aggression, dann schwindet Wut, dann schwindet Traurigkeit, weil ich mir erlaube, mich in mir selbst wieder sicher zu fühlen, in mir selbst meine Räume zu wahren und zu pflegen.
Der weibliche Weg führt immer mehr nach innen. Wir sind viel zu viel im Außen. Wir sind viel zu viel in der Schnelligkeit unterwegs und vergessen die Langsamkeit. Und damit sich etwas wahrlich integrieren kann, brauche ich diese Langsamkeit. Ich brauche das Gefühl, dass es in mir reifen darf, dass es in mir Raum nehmen darf, dass es in mir genährt werden darf, bis es dann mein Mann in mir nach außen trägt. Und deshalb kommt jetzt diese Winterzeit wieder. Es kommt diese Dunkelzeit, wo wir das noch mehr zelebrieren dürfen. Wir brauchen uns nicht fürchten vor unserer Kraft und vor der Stille. Die Stille ist der Moment, wo unsere Seele zu uns spricht, wo wir empfangen, wo wir erkennen, wo wir leben. Und wo wir lebendig werden. Und diese Drachenqualität hat das ermöglicht. Sie hat das ins Fließen gebracht, was gestaut war, was gestaut wurde. Und deshalb ist es mir so wichtig gewesen, dir dieses weiterzugeben. Ich schaue, ob ich noch etwas aufgeschrieben habe. Genau, es ist so, dass wir diese Urkraft in uns auch dann aktivieren, wenn wir Kreativität leben. Kreativität im Denken, im Fühlen, im Handeln, Kreativität in unserem Alltag, im Kochen, überall, wo wir kreativ leben können, kann diese Kreativität wachsen, kann diese Kreativität Raum nehmen, kann diese Kreativität an Existenz gewinnen. Und darüber gewinnen wir auch wieder innere Sicherheit. Und diese Drachenenergie ist die Hüterschaft der Erde. Die Drachenqualität hat die Erde gehütet und bewohnbar gemacht für uns Rasse Mensch. Und jetzt geht es darum, das fand ich so eine schöne Botschaft, dass die Drachenmutter gesagt hat, wie wäre es, wenn wir uns vorstellen, dass wir bis jetzt geschlafen haben, dass wir die ganze nicht geheilte Dualität über Millionen von Jahren durchgeschlafen haben, dass all das, was wir erlebt haben an Schmerz, an Krieg, an Missbrauch, an Manipulation, an Diebstahl, an Entzug und so weiter, nur ein Albtraum war. Und dass wir jetzt beginnen aufzuwachen. Und dass das Aufwachen nicht immer ganz so einfach ist, weil es Konsequenzen mitbringen kann. Zum einen gehen wir in die Urkraft, zum einen gehen wir in die Klarheit, zum einen sehen wir Dinge wahrhaftig und zum anderen kann sich unser Umfeld ändern, weil nicht jeder damit klarkommt, dass wir aufgewacht sind. Und dieses Aufwachen ist so wichtig für uns Menschen, weil das dann relativiert wird, was wir an Leid erlebt haben. Es ist Zeit, dass wir die leidenden Wege hinter uns lassen, dass wir sie ganz trennen, dass wir sie ganz integrieren und daraus unsere Schöpferkraft herausnehmen. Dass wir erkennen, vielleicht haben wir wirklich nur geschlafen, öffnen jetzt unsere Augen. Denn in diesem Augenblick sind wir in einer Welt der geheilten Dualität. Und wenn wir in der geheilten Dualität sind, dann sind wir in der Neutralität. Und wenn wir in der Neutralität sind, sind wir im Frieden. Da berühren uns gewisse Dinge nicht mehr. Die gehen nicht mehr mit uns in Resonanz. Wir sind ruhiger, gelassener, friedlicher. Und das ist der Weg der neuen Zeit. Und auch wir haben eine Community gebildet, ein ganzes Jahr, die jetzt Ende Oktober haben wir, genau, endet am 31. Oktober, wo wir uns ein ganzes Jahr mit der neuen Zeit beschäftigt haben. Jetzt geht es weiter in einer bezahlten Facebook-Gruppe, wo du 30 Euro monatlich investierst in dich und wo du darüber für dich einfach auch diesen Kreis findest und wo du begleitet wirst, was es bedeutet, in der neuen Zeit zu sein, was es bedeutet, aufgewacht zu sein oder erweckt oder geweckt zu werden, liebevoll geweckt zu werden, um diese geheilte Dualität im Alltag leben zu können. Wenn du dich uns anschließen möchtest, dann freue ich mich sehr, denn je mehr diese Gruppe wächst, umso mehr Erwachen findet statt. Je mehr Menschen erwacht sind, umso mehr Frieden ist auf der Erde. Je geheilter die Dualität ist, umso freudvoller, umso leichter, umso besinnter, umso beseelter gehen wir unsere Wege.
Die Mondtage sind darin enthalten. Wir haben Frage-Antwort-Stunden, wo ich gerne mich zur Verfügung stelle und die geistige Welt sowieso, wo wir auf alle Fragen eingehen, wo es einen sicheren Raum gibt. Denn dieser sichere Raum ist das, was dich selbst leben lässt. Und wenn du Lust hast, melde dich gern bei mir und dann erzähle ich dir auch weiteres. Und ansonsten ist es so, dass wir innere Räume wahren dürfen, dass wir diesen Neumond nutzen, um wirklich dieses Ritual mit den zwei Kerzen der silbernen liegenden Acht machen, dass wir erkennen, dass Mann und Frau in uns zusammengehören, dass das Männliche gleich verletzt und verachtet wurde wie das Weibliche und dass es dabei ist, dass es wir wirklich darum geht, dass wir wahrlich und wirklich beginnen aufzuwachen. Es ist Zeit. Es ist wirklich Zeit, nicht nur davon zu reden, nicht nur über Liebe zu reden. Denn solange wir über Liebe reden, leben wir sie nicht. Sobald wir aufhören, über Liebe zu reden, über Frieden, haben wir es integriert und leben es. Und deshalb beginnt es immer bei dir selbst, es beginnt immer in deinem Umfeld, es beginnt immer im Kleinen, bis es im Großen sichtbar wird. Teile dieses Video sehr gerne, wenn du das Gefühl hast, das könnte anderen Menschen auch Unterstützung geben, das könnte zum Erwachen beitragen. Wir sind immer noch in einer Geburt. Wir sind vielleicht in den letzten Presswehen, doch die können noch über Jahre dauern. Es hängt davon ab, wie viele Menschen bereit sind zu erwachen, wie viele Menschen bereit sind, wahrhaftig Neutralität zu leben, wie viele Menschen bereit sind, sich wirklich aufzurichten und die Urkraft zu leben. Damit der Bauch der großen Mutter, der Nabel, unser Lebenstor, wieder aktiv fließen kann. Diese Lebenslinien, diese Lebensströme sind ein permanenter Fluss. So wie wir atmen, fließen diese Ströme. Doch wenn wir sie stauen, weil wir zu viel im Außen sind, in der Ablenkung, in all den möglichen Ängsten unterwegs sind und Nachrichten, stauen wir uns selbst. Und bekommen nur mal die Hälfte Luft zum Atmen. Das nimmt Energie. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir mit uns sind, dass wir unsere Praxis machen, dass wir wahrlich in die Tiefe gehen, dass wir aus der Tiefe heraus nur Leichtigkeit erleben können, dass aus der Tiefe heraus nur das Leben entstehen kann, dass aus dieser Tiefe heraus nur Neues sich entwickeln kann. Ich bin da. Wenn du mich brauchst, beziehungsweise du brauchst mich nicht, du weißt das alles selbst. Doch wenn du Unterstützung oder Botschaften der geistigen Welt nehmen möchtest, wenn du an Ausbildungen, Kursen oder Einzelchannelings teilnehmen möchtest, melde dich. Am Samstag ist ein Channel-Abend nach längerer Zeit, ich und meine Zukunft. Es kursieren so viele Ängste, was die Zukunft betrifft. Die geistige Welt sagte, mach diesen Channel-Abend, um die Menschen dort abzuholen, wo sie Angst haben, um sie zu erinnern, dass sie sich ihre eigene Zukunft selbst kreieren können. Und dabei wird Zadkiel uns begleiten, weil es gibt einen geschlossenen Schicksalsstrang, es gibt einen offenen Schicksalsstrang. Und wir werden damit arbeiten und wirken. Melde dich gern an, Samstag 19 Uhr über Zoom. Und ansonsten wünsche ich dir eine wunderbare Neumondzeit, ein wunderbares Samhainfest am 31. Oktober und ein schönes neues Jahr. Weil am 1. November beginnt im Grunde genommen das neue Jahr. Und auch das werden wir diesen Channel-Abend mit einbauen. Ich danke dir, wenn du das Video teilst, wenn du mich weiterempfiehlst. Und ich danke dir vor allem, wenn du deinen eigenen Weg gehst. Alles Liebe.